So, los geht's mit dem nächsten Match, meine Lieben. Und da sind wir hier im Match. Im dritten Battle of Three Match zwischen Max und den Insta. Insta diesmal mit Yuri unterwegs. Und Max mit den Sowjets. Und die Wetten sind scharf auf Twitch. Viel Spaß beim Wetten. Wir bleiben mal dran und schauen uns das ganze Prozedere hier mal an. Wer wird jetzt das Match hier holen? Es geht hier um den Sieg. 1:1 steht es jetzt. Wer jetzt gewinnt, hat den Einzug ins unbekannte Finale gewonnen und darf sich ein Emote aussuchen. Nein. Das Äffchen-Emote. Hast du ein Äffchen-Emote und so Bob-Emote müssten wir mal machen, ne? Das ist Bob. Das ist Äffchen. So, let's fats. Haut in die Tasten hier. Auffällig hier, Max halt. Wechseln immer die Position. Diesmal ist Max aber hier auf dem Mittelplateau hier. Bin gespannt, wie Insta jetzt hier mit Yuri spielt. Max hat ja gezeigt, dass man mit dem Yuri ganz stark sein kann. Hat er auch sehr, sehr gut gemacht. Vom Gameplay her. Oh, Hundi ist weg. Das kann er doch nicht machen. Der kann doch einfach die Hundis nicht hier ab. Oh. So, Anzeige ist raus. Ja, Hotdog. Das war ein Hotdog, ja. Mal eben Schlemmerbuffet gemacht. Eieiei, böse, böse. Böse, böse Welsi. Hotdog. Mensch, auch Tiere haben Gefühle. Rote Karte, richtig. Meldet das bitte der Peter, das ist Tierquälerei. Gespannt, gespannt. Knapp 2 Minuten jetzt gleich noch Cooldown. Kann hier schön und her swappen. Und Max kommt hier gar nicht so richtig raus. Das sieht hier aktuell beim Insta schon ein bisschen nach mehr aus. Ist jetzt hier mit dem Sammler auch hier nach vorne gefahren. Holt sich nämlich die Gems. Aktuell aber die Erz farmen. Und hier die dicken Nacken. Menschen und auch dünne Menschen und mittlere Menschen und nicht nackte Frauen. Was soll das hier bedeuten? Oh, guck mal, die Gebäude können wir alle einnehmen. Hier ist auch schon was drin, ne? Ist böse. Hier einfach mal was reinbarrikadieren. Kann man echt schnell mal übersehen. Gerade diese kleinen Gebäude, die umfassen ja auch schon einige Einheiten. Zentrum gebaut. Auch hier beim Max. Man muss ja auch viele Sammler hier gehen. Problem halt bei den Sowjetpanzern ist, das sind die schlechtesten Sammler auf dem Felde. Bei AR2. Aber dafür kann man mit denen durchaus einen Rush machen. Ich habe noch keinen Sammler-Rush gesehen. Absolut noch nicht. Ja, fährt alles in die Mitte. Das macht er richtig, finde ich. Ja, bei Sunny, ja, aber nicht, dass man das von vornherein einfach mal plant. Sunny hat es einfach mal gezeigt, wie gut das ausgehen kann. Aber 10, 20, das müsste man mal einfach mal probieren. Wie läuft das ab? Einfach nur auf Sammler gehen. Sollte ich mal einfach mal. Ich wollte mal mit Ryder spielen und nur auf Sammler gehen. Bin mal gespannt, wie erfolgreich das wird. Na, Ryder, wollen wir mal zusammen spielen? Ich probiere mal.
die Sammler einfach zu bauen. Und jetzt in der Mitte, Badi Schleifer, moin Lucien, danke für dein Follow. Und meine Lieben, letztes Match jetzt hier für Alarmstufe 2, dann geht's los mit Alarmstufe 1. Mit den Liga-Matches. Heißt, wer macht das Ding jetzt hier? Ist da gut vorne. Und hier baut sich Max noch auf. Alternativ. Battle Free Turnier werde ich nicht mitmachen. Ich mache ja schon AR1 Liga jetzt mal mit. Guckt euch das mal an. 5 Sklaventreiber hier vorne. Farmt hier gut ab. Aber nur eine Waffenfabrik. Fragt mich, was er überhaupt, ob überhaupt Gebäude baut. Mir fehlen echt noch weitere Produktionsgebäude. Nicht vorhanden. Wohnstätte. Und Max, ja, mit der dritten Frontbase hier erstmal noch die Erzraffinerien hingepackt, sehr gut. Ja, man kann AR2 auf Handy nicht gucken. Das ist fast nicht machbar. Liebe TikToker, wie ist das bei euch? Das ist, glaube ich, eine Qual, ne? Bei Twitch kann man ja wenigstens noch auf PC vernünftig gucken oder auf dem Fernseher. Geht zwar mit TikTok auch. Und jetzt geht hier Insta nach vorne. Mit den Schleifern. Danke für die Antwort, Sebastian. Und die Raffs sind hier jetzt raus von Max. Nimmt ihn die Sammler raus hier, der Insta. Und jetzt macht auch Max hier unten ernst. Frage ist, wer zuerst ernst macht.
So, meine Lieben, ich war kurz stumm. Ja, tatsächlich. Die magische Taste, ihr habt's gesehen. Das war sehr ärgerlich, dass das geopfert hat hier unten. Und Insta könnte das Match hier für sich entscheiden, wenn er jetzt Gas gibt. Max baut sich hier oben nämlich schon sehr erfolgreich wieder auf. Und fährt auch wieder rein. Das könnte jetzt auch andersrum ausgehen. Und hier gleichzeitig nochmal rein. Und Insta hat hier mächtig Probleme. Gott sei Dank mit den Yuris kann er helfen. Und jetzt beim Max hier rein. Aber nicht geklappt. Nicht geklappt. Zumindest hat er ihn jetzt schon mal Schach gesetzt. Das hat er geschafft. Und wird das jetzt ein All-In-Geschäft hier? Das wird ein All-In-Geschäft. Hier auf der linken Seite hier oben. Auf dem Weg nach Insta. Wir sind auch noch Einheiten. Darf man brauchen wir gar nicht vergessen. Er kann es doch rocken. Noch kann er's. Beide sind Schach gesetzt. Ganz knappe Kiste zwischen den beiden. Ganz knappe Kiste. Und Insta verkauft. Insta hat aufgegeben. Eieieiei. Ich meine, Insta hätte das sogar vielleicht noch schaffen können. Ja, ich habe ja die einfach oben ins, ja, ich hab's einfach ins Blinde oben hingeschickt. Und dann habe ich zu spät gesehen, dass da eine Base steht. Da standen meine Einheiten da doof rum. Ah, tatsächlich. Nee, auch jetzt eben gerade noch. Aber trotzdem, nice Match zwischen euch beiden. Also richtig, richtig schön. War gut anzusehen, doch, meine Lieben. Ja, die Kriegssammler kann man auch nicht übernehmen, habe ich gemerkt. Nee, grade. Nee, die Kriegssammler sind gut. Das habe ich von Sunny gelernt. Ja, die Brings.